Hi, willkommen bei DGV. Ich bin Sir Doomsday. Willkommen zu meinem Einblick in Yakuza Like a Dragon. Und ich wünsche frohe Weihnachten. Heute ist der 24. Dezember. Und da ich etwas Zeit habe, dachte ich mir, ich mache einen kleinen Weihnachtsstream und schaue mir dabei mal Yakuza an. Das ist mein zweites Yakuza-Spiel. Das andere war, ja, das, was halt auch deutschen Untertitel hatte. Ich weiß jetzt nicht, wie es heißt. Und ja, das neue Yakuza Like a Dragon ist jetzt mehr so ein JRPG. Und das würde ich mir jetzt gerne mit euch angucken. Also, let's go. Wir nehmen Japanisch. Let's go. Ja, Schwarzbild und weiter. Let's go. Presented by Sega. Wir möchten ein neues Spiel, aber erstmal gehe ich in die Einstellung. Bildschirm, na. Leider gibt es das Spiel noch nicht für die PS5. Die PS5-Version soll wohl erst im nächsten Jahr folgen. Aber das macht ja nichts. Wir starten jetzt einfach mal ein neues Spiel. Vielen Dank für die Unterstützung von Ryoga. Hier ist ein Geschenk. Geht aufs Haus. Legendäre Verbandskosten. Alles klar. Dies ist ein fiktives Werk. Licht und Schatten, Kapitel 1. Koko de atta ga 100 nen me. Kono kao o wasureta to wa iiwasenai yo. Suruga no kuni de omae san ni kirareta gofuku ya iiemon to wa あたいの弟さんのことさ。まさかあの時の小娘。敵討ちだけを望んで歩んだ旅ガラス。かねて備えた懐刀。幾度夢の中で抜いたことか。積年の恨み今こそ晴らさん。チョコ材な。 手ごめにしてやれ。女ごときに俺が切れると思っているのか。昨今江戸を騒がす辻斬り銀次の正体は何を隠そうこの俺よ。 So eine witzige Kette. Bin mal auf das Kampfsystem gespannt. Wurde ja komplett neu gemacht im Vergleich zu den alten Yakuza-Teilen.
Masumi.紙吹雪は切り終わったのかい？いえ、まだ。何ちんたらしてんだ。明日の朝には大阪に出発だよ。ふっ、ちょっと人気が出ただけで、もう看板気取りかい。これっぽっちの金で勘違いも大概にしな。 Die ist nicht nett. Okay. あんたに指図される筋合いはないよ。誰が工業を取ってきてると思ってんだい。ドラちゃん、今夜元町行かない？いいのかい？ まあ、もうか。大丈夫か、マスミ。 紙吹雪は心配するな。明日トラックの中で父さんが切っといてやる。父さんな、芝居は三流だが紙吹雪を切らせたら一流って昔から評判さ。だから今夜は繰り出すぞ、横浜中華街。どうだ。うん。 Was für ein merkwürdiger Anfang für ein Spiel. Aber so ist Yakuza eben. So da, Masumi. Yokohama no gakkō no tomodachi ni wa chanto o wakare itta no ka? Tomodachi nante inai yo. Itsumo 1 kagetsu de tenkō da kara ne. Nakayaku naru dake muda da yo. 寂しいこと言うな。父さんの子供の頃は学校なんて行かせてもらえなかったんだぞ。よし、今日は奮発するか。見ろ、中華料理の王様、北京ダックだ。天日に干したアヒルを丸ごと釜で焼くんだ。表面の皮がパリパリで、そりゃ絶品らしい。 でも絶対に高いよ。中華料理の王様なんて。いいんだよ。今日は特別な日だろ。Aber trotz PS4 ist die Grafik ganz hübsch. Oi, oi, Masumi. Mein, die Schmeini, grüß dich nicht, Jana. Koi, sie war sehr, sehr da. Kann man ja, dass er mal da kriegt, nein, da. Wacker, der Jo. Peking-Dack, der Krümeini. Wenn schon, ich hätte gekriegt. Hm.
父さん？父さん？20世紀最後の日か。Matsumi Arakawa, Patriarch der Arakawa-Familie. 今世紀最後の昼飯でも行くか。なあ、イチ。イチなら地回りに行かせましたよ。Cho Sawashiro, Captain der Arakawa-Familie. 大晦日なのにか。田室町に盆の正月もありませんよ。町が動いてる限り取れるものは取る。それがしのぎの鉄則ですから。Und Ichi, das sind wir.Genau dieser Typ sind wir. Was für Schimpfwörter hier. Oh. Ah, der Rausch der Jagd. Führe die eingeblendeten Steuerungseingaben aus, um das Ziel durch die Stadt zu verfolgen und dabei Hindernisse zu umgehen. Die Distanzanzeige stellt dar, wie weit die Zielperson sich von dir entfernen muss, um zu entkommen.Okay. Okay. Das gibt man auch aus alten Yakuza-Teilen.Auch schlecht. Oh. Okay. Na, konna mon da se. Ich weiß nicht, ob das Spiel so gewollt war oder ich verkackt habe. Aber egal. Taisen-san, Yakuza no chuka nashi de konna mon sabaite. Tada de sumu to omotten no. Ikagawashi mon ja ne yo.動物が映ってるだけのビデオで疑うなら再生してみろ。知ってるよ。でもそれを裏っつって高校生に売るのはよくねえよな。見逃せよ。一番中学時代のよしみだろ。それにこれっぽっちお前らヤクザのしのぎに影響ねえだろ。それが影響大ありなんだよな。偽物売られて荒川組に泣きついてきたガキども見捨てたらせっかくの大門が汚れちまうでしょうが。ああ、ガキから巻き上げた金全部出しな。あお。すん。大変。ちょっと舐めすぎなんじゃねえか。舐めてんのてめえだろうが、三下のくせにや。Und jetzt im ersten Kampf, Serotaka Bushio. Im Kampf wählst du über das Befehlsmenü in der unteren linken Bildschirmecke aus, welche Aktion du unternimmst. Wähle Angriff, um mit der verfügbaren Waffe anzugreifen. Versuche jetzt, Angriff zu wählen. Das ist jetzt rundenbasierendes Kämpfen im Vergleich zu früher.Wenn du Schnellangriffe wählst, bevor
ein zu Boden geworfener Gegner wieder aufsteht, verwandelt sich der normale Angriff eines Charakters in einen viel stärkeren Angriff, den sogenannten Gelegenheitsschlag. Gelegenheitsschläge können viel höheren Schaden verursachen als normale Angriffe, also nutze jede Gelegenheit, die du bekommst. Die rote Leiste unten rechts auf dem Bildschirm zeigt deine Gesundheit oder TP, Trefferpunkte. Wenn Kazugas TP auf 0 fallen, hast du den Kampf verloren. Du kannst deine Gesundheit durch Gegenstände wieder auffüllen. Warum nicht diese Gelegenheit nutzen, um ein Onigiri Reisbällchen zu verputzen? Dieser Geschmack ist in Ordnung. Gegenstände. Wenn du Verteidigen auswählst, verteidigt sich Kazuga oder seine Gruppenmitglieder bis zur nächsten Runde. Dies verringert den erlittenen Schaden und schützt vor Bluten und Betäuben. Weißt du, dass deine Gegner einen mächtigen Angriff plant, nimm lieber die Deckung hoch. Damit ist das Tutorial auch schon vorbei. Jetzt wird es Zeit, Ushio eine Lektion zu erteilen. Ach, eine Sache noch, wenn sich ein Fahrrad oder ein Straßenschild oder etwas ähnliches in der Nähe befindet, dann verwandelt sich ein normaler Angriff in einen Waffenangriff. Du packst den Gegenstand dann oder triffst ihn manchmal auf, um dem Gegner richtig weh zu tun. Alles klar. Ushio wurde besiegt. Also es gibt Geld, Erfahrungspunkte und Joberfahrung und Gegenstände. Oben rechts sieht man das Geld. Ich bin Level 2 und Rang 2. Stufenaufstieg, Jobrang erhöht. Okay, interessant. TP ist erhöht worden, MP, Angriff, Verteidigung, Magie. Magie? Okay. Heilung, Gewandtheit, Geschicklichkeit und Schlossbesitz Skill, geballte Faust gelernt. Interessant. Magie finde ich jetzt ein bisschen merkwürdig für die Yakuza-Reihe, aber okay. Ichiban Kazuga, Mitglied der Arakawa-Familie, Ableger des Tōjō-Clans. Wie jeder andere auch. Mitsuyu Yoshimura, Mitglied der Arakawa-Familie. Oh, Mitsu, kore mite miro. Ushio, kekkou egui gaku kaseidetan sune, koitsu. Koitsu, mukashi kara warishii dake wa tageten de. Demo yarimashita ne, kyou no shinogi no noruma, ippo tsuru tosuu janai suka. Nani itten da? Kore wa gokousei ni kaeshite yare. Eh? せっかく取った金を？そうだよ。わざわざこいつに騙されたガキを全員見つけて？そうだっつってんだろ。おれ。わかりました。あ、さっき klingelt。Ich bin gleich wieder da。の、そうだミツ。ここどうなってる？メリゲンサックで不意打ち食らっちまってな。単行部できちゃってますね。ちげえ、紙だよ紙。パンチ当て直したばっかなんだよ。せっかくいい形にできたのによ。そんなこと言ってる場合すか。あ、こっちの方も整えて別で触るんですよ。先生。顔面にも何発か食らっちまったよ。かっこつかねえぜ。いつものことじゃないですか。兄貴、ド M ですから。ド M？ 俺が？そうっすよ。だって兄貴いつも弱い相手でも一方的にボコりまくるようなことしないっすよね。様子見ながら戦ってるっつうか。ああ、そのことか。前から不思議だったんすよね。プロレスじゃねえんだし、敵の技受ける必要ないっしょ。確かにその方が殴られねえしいいのかもしれねえけどよ。
So, ich bin wieder da. Hast du verpasst? Yusha? Oh, Orayo. Yusha no tsumori de tatakatten da. Kenka ni naruto atama no naka de shizen ni mawatchimau da yo. Drakue. Moin, Shogo. Mata Drakue es ka? Aniki, dondake suki nan suka? Shogo, wenn du Lust hast, können wir dann noch ein bisschen Vigor spielen. Idaro. Sochi no hou ga adrenalin deru shi, zenryoku dasen da yo. Yusha tte, ore tachi wa yakuza desu yo. Sawashiro no kashira mo itsumo itte masu desho. Yarareta owareta, sakini yare tte. Ima no hanashi kiitara, mata doyasare masu yo. Kiritori teido no shinogi de koroshi nanka shimattara, sore koso owari daro. Ora. Ja gut, ist jetzt natürlich ein bisschen ungünstig, weil ich gerade das Spiel streame. Wenn ich machen muss morgen, ist auch kein Ding. Ja, mal schauen, ich wollte mit Venom heute Abend nochmal was zocken. Ansonsten morgen Abend. Ja, ich melde mich. So, das ist ja, ore kono kane kaeshite kimasu ne. Na, owatta ra tabako ya no mae de ochiyau ze. Ush. Ya, Ichi. Takeo no otchan, genki kai? Okage sama de ne. Sunaku Michio no mama ga omae no koto o sagashite ta ze. Ichi ni mise ni kite hoshii tte yo. Michio mama ga? 俺に何の用だ? それは知らんがね。 とにかく伝えたぜ。 ママが何かのトラブルに巻き込まれたのかもしれね。 決まっていくわ。 So, dann wird's Michios Bar gehen. Hat man eigentlich auch eine Karte? Oh ja. Oh, das ist die Stadt, in der wir uns hier bewegen. Sieht jetzt nicht groß aus, aber ich glaube, es gibt eh verschiedene Bereiche, also verschiedene Stadtteile, die man erkundet. So, wo ist denn hier die Bar? Ja. Oh, der pinke Pfeil zeigt uns den Weg. Das ist Eco-Perspektive. Und auch Rennen, ja. Gehen wir mal zur Bar. Da sollen wir anscheinend nicht lang, dann gehen wir hier lang. In der hintersten Ecke hier. しのぎの最中だ。何言ってんだ。俺は今しのぎの最中だ。何がしのぎの最中さ。かっこつけやがって。うるせえこのアルチュー。私はお前が生まれるずっと前から飲んでんだ。だけどこの通りピッピして。 Helfen, streng schimpfen.
Ja, komm, ich bin mal Gentleman. Güte. Oh. Es gibt auch Gute und Böse in dem Spiel, okay. Kazukas Persönlichkeit. Kazukas Persönlichkeit kann sich durch sein Verhalten verbessern. Persönlichkeit bezieht sich dabei auf eine Reihe von Eigenschaften, die Kazuka als Person widerspiegeln. Wenn du diese Eigenschaften verbesserst, erhält er eine ganze Reihe von Vorteilen und Boni. Er kann zum Beispiel mehr Einrichtungen nutzen oder gewinnt die Fähigkeit hinzu, mit bestimmten Leuten zu sprechen. Ah, Güte, Intellekt, Skill, Leidenschaft, Selbstvertrauen und Charisma. Ja, es scheint auf jeden Fall ein ziemlich großes Rollenspiel zu werden. Kazukas Persönlichkeit, ja, das habe ich eben schon gelesen. Alles klar. Ah, und durch die PS5 gehen die Ladezeiten auch verdammt schnell. タケオの20年、白黒ママなんて見たことねえよ。それよりよ、桃源郷でトラブルみたいだ。すぐに行ってやれよ。桃源郷で何があったんだ。詳しくは分からんが、総部なんだからいろいろあるだろう。 Geht zum Shangri-La. Gehen wir doch mal dahin. いいとこに来た。大変なことになっちまってよ。どうした？店の便所が詰まっちまってよ。でもトイレのスッポン？うんこ吸い出すゴムのカップだよ。荒川組の事務所にないか？あったら貸してくれよ。ふざけんな！ヤクザ便利屋じゃねえぞ。なめてんのか？なんだよその言い方は。 Ja, dann hören wir mal. Oder machen wir mal die wichtigste Aufgabe für Yakuza. Wir wollen einen Pimpel, natürlich. Dafür war die Yakuza ja bekannt. Oder ist er heute noch bekannt dafür? Sachen gibt's. Oh. Gibt's eine Schlägerei? Oh. Silvestersteuer, ah ja. Bedrohliche Männer. Über den Befehl Skills können diverse Spezialangriffe ausgewählt werden. Es gibt drei Arten von Skills: Angriff, Heilung und Hilfe. Du kannst mit Angriffskills mehrere aufeinanderfolgende Angriffe durchführen, indem du Viereck drückst, wenn du dazu aufgefordert wirst. Drücke im richtigen Moment Dreieck, um den zugefügten Schaden zu steigern. Skills werden mit MP aktiviert, die als grüne Leiste am unteren Bildschirmrand angezeigt werden. Achte daher immer darauf, wie viele MP du noch hast. Okay. Skills, geballte Faust. Okay. してみろ。なんだ。
Perfekt Deckung. Drücke gleichzeitig den gegnerischen Angriff Kreis, um eine perfekte Deckung auszuführen und den erlittenen Schaden zu senken. Eine perfekte Deckung kann jederzeit ausgeführt werden, solange Kasuga noch steht. Wie verteidigen schützt diese vor den Statuseffekten Bluten und Betäuben? Setzt sie also so oft wie möglich ein. Okay. Okay, den ersten Hammer. Okay, verstehe. Aua. Aber ich darf nur Skills benutzen, aber ich blute. Oh, das sieht ja ganz schön übel aus. Das war's mit den dreien. So schnell kann man das unten gar nicht lesen. ありがとうございます。 Ich hole mal lieber den Stößel von der Frau am Tabakkiosk. Ah ja. Ist jetzt die Frage, ob das Blut nach dem Kampf auch noch erhalten ist oder gibt es eigentlich auch sowas wie. Ja, hier. Ah ja. Skills. Können wir hier auch mal gucken, was hier so alles gibt. Es gibt auch Shortcuts. Gegenstände. Also man kann vom Essen anscheinend nur 10 maximal tragen. Legendärer Verbandskasten. Ich habe jetzt geschenkt bekommen. Gibt auch Materialien. Anscheinend kann man auch Sachen herstellen. Ausrüstung. Es gibt auch eine Rüstung. Okay. Gruppe habe ich noch nicht. Smartphone, Teilzeitheld, Dragon Card. Was auch mal das sein soll. Verwaltung, Einstellung und Speichern. Wir können auch mal speichern. So, holen wir mal jetzt den Pömpel. Aber MP und HP werden nicht regeneriert außerhalb, okay? Na, Ba-san toko ni an daro? Togenkyo ni motte itte yatte kunnei ka? Sonna mon, omae ga katte yare. 東元郷は実家も同然だろうが普通お前くらいの年になれば実家に仕送りするのが当然ってもんだろそんな金あるわけねえだろ自分の生活だけで毎月カツカツだいっそ荒川組なんて三次団体抜けて羽振りのいいとこに拾ってもらえよ下っ端でも今よりかいい暮らしできるだろバカ野郎俺は荒川のおやっさん以外と坂月川月なんか1ミリもねえよ従順なこったそういやイチちょいと小耳に挟んだんだが荒川のガキンチョの子守り係になったんだってね言葉に気ぃつけろ若は俺と同じ年だガキンチョじゃねえ何が若だ時代劇じゃあるまいしそれに子守じゃなくて介護だ若は小さい頃から病気で車椅子が必要なんだよだからって外出の度に組員に面倒見させるのかい荒川もガキのこととなるとケツが青いねバーバー それ以上おやっさんのこと悪く言うと承知しねえぞお疲れ様です兄貴ああ三つ高校生に金返してきたかはい随分と感謝されちゃいましたよそいつはよかった喜んでる場合ですか次のしのぎで上がり出さないと今日こそ頭に殺されますよ分かってるよ で、次のしのぎってのは? 切り取りっす
相手は闇金から50万借りたっきり1円も返済してねえ男です。しかもヤクザが脅してもビクともしない野郎らしくて、他の組が手を焼いていた債権をうちが買い取ったんです。よし、ほんじゃ荒川組の威厳にかけてきっちり回収しねえとな。はい、沢城の頭からは手荒な手段使ってでも財布取り上げてこいって言われてるんで。で、その借金男はどこにいるんだ。今の時間なら第三公園にいるはずです。先に行って様子見てますんで、兄貴もすぐ来てくださいね。わかった。 OK、 Public Park 3. Dann gehen wir jetzt mal dahin. Viel können wir ja im Moment noch nicht machen. Müssen leider erst mal der Story folgen. Bin mal gespannt, wie wir unsere erste Teamkamera reinkriegen. Oh, Aniki. Schäckchen-Otoko war da. Hey, alle, miete kudasai. Aiz ga Hiratsuka te otoko desu. Aiz ka. Shitte desu ka, Aniki? Ma ii. いいぞ。ああ、平塚さんよ、優雅な休憩時間だな。借りた金を1円も返さずに吸うタバコはうめえか。ああ、sehr textbasierendes Spiel, ja? なんだその目は。ヤクザ舐めてんのか。他の組には通じたかもしれねえが、債権が荒川組に回った以上覚悟すんだな。痛い目に遭いたくなげれ、財布置いて。おお、だすこーす。な、なんじゃねえぞこれ。返せねえもんは返せねえ。そんだけだ。相変わらずでっけえな。グレート平塚。誰だてめえ。ガキの頃、よくあんたにプロレスごっこしてもらったよ。あんたガキ相手に本気のパワーボム決めるから。こういうのなんのって。お前ソープの一番か。ああ、こいつと一緒にいるってことはヤクザになるとはお似合いの結末だな。そっちこそ自衛隊行って夢破れて出戻りか。政権は厳しいね。てめえには関係ねえ。そうも言ってられねえのよ。ヤクザにとっちゃ上の命令が絶対なんでね。どんな手使ってでも財布取ってこいって言われてるんだわ。つうわけで財布帳に返す金はねえっつっただろ。頼むってグレートさんよ。財布渡してくれるだけでいいんだって。あんたを相手に手荒な真似はしたくねえんだよ。わかるだろう。大人になってまでパワーボムで俺に泣かされたくねえってか。ちげえよ。カムロ町界隈の中学生最強だったあんたがタップして降参する姿なんか見たくねえってことだよ。ソープの一番ごときがなめた口聞きやがって。そんなにこれが欲しけりゃ力ずくで奪ってみやがれ。よっしゃ、タッグマッチで行こうぜ兄貴。お前はレフリーだ。手出すんじゃねえ。Oder auch nicht. Gutscha, gutscha, ich denn schon nicht so gut. Oh, mit Waffe. Kuchi Hiratsuka Ki. Suka, ja. Dann machen wir mal Skill. Oh, sogar benebelt. Aua. Und tschüss. Den sei schwanger, aber ganz schön gesessen. Stufenaufstieg. Aua, bist du langsam, der Junge. やっぱりあんた強えな。
だが勝ったら俺だ。約束通り財布はもらってくぜ。頼む、それだけは勘弁してくれ。お願いだ。So wenig Geld hat er gar nicht. Chanto kann er mot den Jonek, ja. Oh mein, Hanna Krakumita ist zum Ritter Tandaro. Nani hat den Skaliki? Ja? Nani te. Nanka Jokenamon heitte da Grajo. Jokenamon te. Kore Kane? Greta Sanjo. Jaksokdori Saifua itada itegse. ああ、はい。よし、行くぞ。ネツ、ちょっと、兄貴。うん。どういうつもりっすか。なんで金回収しないんすか。平塚は踏み倒したりしねえよ。いつか必ず返す。なんでそんなこと言い切れるんすか。大晦日にまで突貫工事の現場に出てるやつが。目的もなく働くわけねえだろう。あいつの吸ってたタバコはよく見りゃしけもく。そこらに落ちてたやつ拾って吸ってたんだろう。とはいえ財布にちゃんと金入ってましたよ。明日は正月だからな。母ちゃんに少しでもいいもん食わせてやりたいと思って銀行から下ろしといたんだろうな。だからって返済を延滞していいとはならないっすよ。昭和通りを通ったとこに古い駄菓子屋があるの知ってるか。ええ、確か少し前に閉店した店ですよね。それが何すか。あの店が平塚の実家、お袋さんの店なんだよ。そうなんすか。1年くらい前にお袋さん体壊して結局店閉めたんだ。この前見舞いに行ったらすごく痩せててよ。でも嬉しそうにしてたぜ。息子が看病のためにカムロ町に帰ってきてくれたってね。じゃあ平塚が借りた金ってのは。お袋さんの入院費と手術費だ。でもこのまま帰ったら俺たち沢城の頭に殺されちゃいますよ。え、問題ねえって。頭からは財布取ってこいって言われてんだ。財布ならほれね、はあ、そんな意味で言ったわけないでしょ。頭からだ。マジっすか。はい、もしもし、一番です。おせえぞ、俺ら2階以内に出ろって言ってんだろ。すみません、頭。お前ひょっとしてまだ地回りしてるのか。はい、ちょうど今日のしのぎが全て終わりまして、今から事務所に帰ろうかと。やろう。もう若の付き添いに行く時間だろうが。あ、すみません、今すぐダッシュで向かいます。さっさと行け、若がお待ち。何やらせてもせえな、てめえは。はい、すみません。分かってると思うが、変な場所に出入りするんじゃねえぞ。若にもしものことがありゃ、お前の命がいくつあってもけじめやつけれねえんだからな。はい、もちろん。若の付き添いですか。やべえ、すっかり忘れてたぜ。ミツ、これ持って先に事務所戻っててくれ。ちょっと、こんなの俺から頭に渡せるわけないっすよ。付き添い終わったら連絡くださいよ。俺適当に時間潰してますから。So. Aber ich werde jetzt hier mal einen kleinen Cliffhanger einbauen.Und werde in den nächsten Tagen das Spiel noch einmal streamen. Denn ich habe echt Bock auf das Spiel. Und da das etwas größeres Spiel ist, mache ich nochmal einen Stream dazu, der dann etwas länger gehen wird. Aber für jetzt soll es das erste Mal gewesen sein. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr bei der zweiten Folge auch mitguckt. Bis dahin, haut rein. Doomsday bei DGV. Bis zum nächsten Mal.